Servus und hallo und damit seid herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Folge von Dirt 5. Und zwar ist es heute schon die 9. Folge tatsächlich von unserem Dirt 5 Let's Play. Aber nochmal vorweg, bevor das Video überhaupt losgeht, schaut auf jeden Fall mal in den ersten Link in der Videobeschreibung, denn da habe ich meinen Discord-Server verlinkt. Joint mal gerne drauf, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt mit mir da auch Dirt 5, GTA, Rainbow Six, Deadside und was auch immer ihr zocken wollt, eben mit mir zusammen zocken. Und auch, ich weiß, es sind noch nicht allzu viele Leute drauf, aber joint einfach mal, denn je mehr Leute joinen, desto mehr Spaß können wir auch auf dem Server haben. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, geht's nach dem Intro los. So, und zwar haben wir ja das letzte Mal aufgehört hier beim Icebreaker Event in New York mit dem Classic Rally. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass wir ja mit einem Icebreaker Event aufgehört haben, machen wir mit Sprint mal weiter. Okay, und zwar können wir uns da eigentlich schon den neuen Ford Fiesta, okay, neu ist er jetzt auch nicht, eben gönnen. Nehmen wir direkt die vorgefertigte Lackierung. Genau, was gibt's denn hier noch? Die Michelin. Dann einmal noch die Level-Markierung, Lackierung, Entschuldigung. Und noch zum Schluss die Illust-Markierung. Obwohl ich mich gar nicht entscheiden kann, welches besser. Ah, die Illust ist halt schon ziemlich sexy. Naja, wir nehmen erstmal die, die wir haben und legen direkt los. Und zwar, Sprint geht eben nicht nur mit den Jupiters und in Arizona, sondern zum Beispiel hier auch auf einer anderen Strecke, und zwar auf einer Icebreaker-Strecke und mit einer anderen Klasse. Wir fahren hier die Modern Rhythm. Ich muss sagen, es kam ja lange kein Dirt 5 Video mehr. Ich muss auch einfach sagen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe so ein bisschen die Motivation, sag ich mal, daran verloren. Vor allem, weil dann die Klickzahlen ein bisschen runtergegangen sind. Also, sprich jetzt, ich habe ein Video hochgeladen, noch eins, und irgendwie nach 2-3 Tagen hatte ich dann so 3-4 Aufrufe. Das ist halt schon ein bisschen traurig gewesen. Deswegen dachte ich mir, ja, gerade ich hörte mal was anderes hoch, vielleicht ist öfter geklickt. Ja, das wurde es. Zum Beispiel heute, den 9.11. haben wir, glaube ich, genau, 9.11.21 um 3:30 Uhr. Da stand jetzt, haben wir 22 Aufrufe auf meinem Heist-Video. Also ich habe ja ein Tutorial hochgeladen zum Heist-Video und ich habe auch einen Kommentar runterbekommen, dass jemand das ausprobiert und bei ihm, also er hat mir geschrieben, yo, ich habe den Kack jetzt 5-mal probiert und ich habe es nie geschafft, Digga, irgendwie, keine Ahnung, verarsche hoch 10 oder so, hat er geschrieben. Habe ich natürlich erstmal geantwortet und ihm geschrieben, weil man muss das LAN-Kabel bzw. das Internet genau im richtigen Moment deaktivieren bzw. rausstecken. Also sprich, immer dann, wenn die Transaktion bearbeitet wurde. Also sprich, es ist so, man sieht, also zuerst wird die Transaktion bearbeitet, das ist dann, wo das Geld eingezahlt wird eben. Und direkt danach kommt eben der Speicherpunkt, wo man speichert, dass man Heist abgeschlossen hat. Und zwischen diesen zwei Speicherpunkten muss man halt genau da eben speichern. Genau. So, jetzt geht's
aber mal weiter. Audi S1 EKS RX Quattro, dann den Mijane RS RX, den Subaru WRX STI RX Supercar und zu guter Letzt mein Liebling natürlich der Mini Cooper SX1. Aber wir gehen ja chronologisch durch, deswegen. Oh ne, wir haben nicht genug Geld, ne? Na gut, dann müssen wir trotzdem noch unseren Peugeot benutzen. Ah, die Ölensmarkierung. Wieso sage ich die ganze Zeit Markierung, Alter? Das packt man langsam ab. Ich will immer Lackierung und nicht Markierung sagen. Oh mein Gott. Aber gut, jetzt geht's erstmal weiter im Gymkorn. By the way, immer noch der gute Tipp, benutzt die Tricksteuerung, die euch hier wirklich angeboten wird. Es gibt ja eine Kana Tricksteuerung bei der 5. Und ich würde euch wirklich raten, benutzt diese auch. Und denkt nicht, ja, brauche ich schon nicht, ich bin so ein Pro, Digga. Das dachte ich nämlich auch und hab. Alter, das starten wir nochmal neu. Ich bin ja gerade angeschlossen. Das dachte ich bei mir auch, aber wirklich, trust me, that's not so a nice idea. Genau. Wenn schon so losgeht, Alter. Wieso ist es eigentlich immer so, dass ich in jeder Dirt 5 Folge gefühlt immer genau eine Rennen, eine Strecke habe, wo ich sowas von rein faile, dass ich wieder 10-mal neu starten muss oder so. By the way, schaut euch auch mal meinen Stream an, meinen Dirt 5 Stream. Ich sag nur sehr empfehlenswert. Wer ihn noch nicht gesehen habt, schämt euch. Aber damit ihr euch nicht mehr schämen müsst, schaut ihn euch einfach an. Also, wenn es euch interessiert, wie die Dirt 5 Playgrounds ganz genau funktionieren, dann empfehle ich euch, diesen Stream anzugucken. Ich habe selbstverständlich keine Story in diesem Stream gezockt, damit, beziehungsweise, ich mag das selber auch nicht gern, wenn man immer für ein Let's Play zum Beispiel einen ganzen Stream nachgucken muss. Weil es halt auch einfach, ja, ich weiß nicht, es ist halt strange, wenn du dir einen Stream anschaust, aber genau weißt, dass das schon längst passiert ist, so. Und bei manchen Streams, die sind cool, da gucke ich es mir noch an, also von manchen Leuten, wo die Streams halt gut geworden sind, da denke ich mir, ja komm, mache ich es halt einfach mal, aber bei manchen denke ich mir dann auch so, Bro, was ein Scheiß. Und deswegen habe ich da keine Story gezockt und nur den Playgrounds-Modus gezeigt. Und oh, ich bin auf der Schmerzstimme. Ah, das habe ich fast bekommen. Aber haben wir es geschafft? Ja, wir haben es sogar geschafft. Oha. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Jetzt geht's nur noch zum Icebreaker-Event an der Roswell Bridge again. Und ich würde sagen, es ist Zeit für einen neuen Wagen. Und zwar den Ford Escort R5 Cosworth. Genau, den holen wir uns einmal gediegen und schauen uns da mal die Lack. Oh, die Fat Lace. Die schmeckt richtig, Alter. Dann gibt es noch. Okay, die schalten wir durch ein Main Event frei. Die ist auch ganz chillig, ja. Und die Pit Viper. Da nimmt man natürlich den Vibe mit. Nein. Pit Viper auch geil, aber natürlich Fat Lace. Aber wir nehmen das, was wir haben, und nehmen die Mobil 1 Lackierung. Das ist so ein bisschen so dieser Classic-Style vom Ford Escort R5. So ein bisschen Rally-Style eben. Den man da eben versucht rüberzubringen. So, ich schaue jetzt mal, dass ich mal ein Icebreaker-Event gewinnen kann. So.
Sounds ist der Suche, ne? So, aber... Come on. Bitte, bitte, bitte. Ja, ja, ja. Come on. Yes. Also mit den 90s Rally ist es auch bei Weitem entspannter, hier ein Rennen zu fahren, als mit dem Classic Rally. Da die Classic Rallys alle sowas von anders eben am Rutschen waren. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war so ein Dreck. Aber jetzt sind wir ja hier und wir sollten uns auch auf das 4 und jetzt konzentrieren, wenn wir auch gerade noch ein Rennen fahren, natürlich. So. Alter, also gerade gefällt mir der Ford. Oh, richtig, sagte er, gefällt er. Der Standardspruch. So, aber ich muss sagen, er rutscht echt gut. Der 90s Rally hat eine richtig schöne Seitenlage. Jetzt mal wirklich ein ordentlicher, das hier reinknallt. Muss das eigentlich immer klebt dann. Irgendwo ist man mehr sicher vor Gewitter. Nicht nur an seinem PC. Da blitzt es und donnert es die ganze Zeit. So, jetzt geht's hier rum. Come on. Digga, der Typ hinter mir, der macht auch die ganze Zeit Pressure. Ne? Ah, das war nicht so. Ach, das ist das Typ von vorne hin. Jetzt haben wir den Biester. Bitteschön. Siehst du mal. Und einfach bis zum Anfang. So eine Drift mitzunehmen. Ich muss sagen, mittlerweile ist es mir auch fast scheißegal, ob ich gewinne oder nicht. Die Hauptsache ist, dass jeder Spaß hat. Also sowohl ihr als auch ich. Und ich muss sagen, bei diesem Dings-Event, das Icebreaker-Event, gleiche Strecke eben mit den Classic Rally hatte ich absolut kaum Spaß. Denn das war wirklich Krebs, Digga. Also das war richtig AIDS zu fahren, Digga. Boi. Entschuldigung. VS Auto Racing Titan, ein Cadillac Escape Pre-Runner, VS Auto Racing Titan, eine neue Textur, eine Spielkarte. Und zu guter Letzt einen Sticker. Noch ein Sticker. Okay. Beenden wir dieses... ja, nicht so traumhafte Rennen. Also. Ach, hier sind schon die Main Events. Heftig. Ich sehe auch gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh. Hatten wir schon mal 80s Rally? Nee, ne? Nee, wir hatten noch keinen Classic 80s Rally. Dann gibt es jetzt zum Abschluss der Folge noch eine Runde Classic Rally. Ah, stimmt. Ich bin ja den Lancia 37 Evo 2 schon mal gefahren im Stream. Sorry an die Leute, die es verpasst haben. Deswegen würde ich mir direkt meinen absoluten Lieblingswagen in diesem Game kaufen, und zwar den BMW M1 Pro Car Rally. Mwah. Gekauft. Und natürlich selbstverständlich, wir haben hier diese richtig geile Lackierung, wie ich finde. Was steht da nochmal? What you win owns you. Mhm. Geiler Spruch eben. Und ich muss wirklich sagen, ein Legendenwagen, ja. Also leider kostet er so viel in Real Life, ne? Das, ja, ist auch nicht mehr von dieser Welt. Dann haben wir einmal noch die Tank Tools, die finde ich nicht so. Die Illust Lackierung selbstverständlich auch, die fühle ich schon mehr, muss ich sagen. Und natürlich die OG Motul Lackierung, ja. Das war auch so das Setup immer, wo man damit Rallyes gefahren ist, ja. Also sprich,
Der Wagen, den Wagen gibt es auch meines Wissens nach nur 500 Mal, glaube ich, oder ich glaube 500 Mal wurde der gefertigt. Nagelt mich da bitte nicht fest. Auf jeden Fall hat er im echten Leben einen Wert von einer halben Million Euro. Und gönnt euch diesen Sound einfach. Oh, ich muss erstmal wieder lernen, wie man den Wagen richtig fährt, Alter. Also wirklich, der hat so eine Drehzahl auf der Hinterachse, das merkt man zum Glück hier auch in Dirt 5. Deswegen sage ich ja, es ist sehr arcadig, die Physik, aber auch nicht so arcadig, dass sich eben so ein X-Rays fahren lässt wie so ein Modern Rally. Sondern man merkt deutlich diesen Unterschied. Man muss erstmal reinkommen mit den Wagen, auf jeden Fall. Vor allem mit dem M1 hier ist es schon was Anspruchsvolles. Und warum wurde der Wagen so wenig gefertigt? Das ist auch ganz einfach irgendwie. Die Produktion von der Karre hat sich eher als schwierig herausgestellt, ne? Deswegen gab es den auch nur 500 Mal und nur 50 Wägen davon waren Rennwägen. Also 50 Rennwägen gibt es davon auf der ganzen Welt. Aber ich muss sagen, es gibt schon noch seltenere Modelle, zum Beispiel der allseits bekannte und berühmte Gatti war es, glaube ich, den es auch nur viermal auf der Welt gab. Der kostet auch 1,4 Mille, oder? Pro Wagen. Also, ihr seht, in Autos kann man so viel Geld rein investieren. Das ist so übercrank, was da abgeht. Aber ich meine, hey, wenn es einen Wagen nur viermal auf der ganzen Welt gibt, dann ist es was anderes, als wenn es ihn, ja, wie den hier zum Beispiel 500 Mal auf der ganzen Welt gibt. Aber es ist so ein Klassiker, finde ich. Und auf jeden Fall, wer so sagt, ja, BMW ist nicht geil, weil sie keine super Sportwagen bauen, dann seid ihr falsch, denn das ist hier ein alter, aber er ist oder wie er von BMW beschrieben wird oder generell als Superauto. Ne? Damals hieß es nicht Super Sportwagen, sondern Superauto. Und das ist wirklich eine Maschallah heftige Karre, muss man sagen. Die macht so Spaß zu fahren, wenn man auch sehr viel gegenkontern muss, beziehungsweise man muss sehr früh gegenlenken und auch generell berechnen, ja, wann muss ich gegenlenken, wann muss ich Gas geben, wann muss ich bremsen. Dass man das alles so schön berechnen muss, das finde ich auch mega geil. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. In Rennspielen oder allgemein. Ich werde auch in Zukunft mich wieder anstrengen, vielleicht auch Daily zu bringen. Ich kann euch da noch nichts Genaueres versprechen, aber es kommen auf jeden Fall regelmäßiger Videos, ja. Weil ich ja vor 2 Wochen oder was, nee, es war schon letztens eben diese 2 Wochen Pause eben hatte und ja, die war nicht so toll, sag ich mal. Nicht, also ich hatte halt so mäßig keine Ideen, was ich hochladen soll. Und bevor ich irgend so einen Müll hochlade, ja. Ich bin James Pumphrey und ihr hört den vollen Dirt-Podcast von Donut Media. Unser heutiger Gast ist ein enger Freund von mir. Man könnte fast sagen, wie ein Bruder. Okay. Ja, AJ, was hast du denn? Hä? Darf ich jetzt nicht Co-Moderator sein, weil ich schon dein Bruder bin? Hallo, willst du mich arbeitslos machen? Keine Ahnung, Entschuldigung. Ich meine, mein Co-Moderator schrägstrich praktisch, mein Bruder AJ. Danke. Schön, dass ich hier sein darf, Mann. Alles klar, dann legen wir gleich mal mit dem sprichwörtlichen Elefanten im Zimmer los. Okay. Und der Elefant hier hört auf den Namen Bruno Durant. Ah. Ich weiß ja nicht, ob du sein letztes Interview gesehen hast oder nicht, aber ich spiel's einfach mal ab. Die Aufnahme ist brandneu. Wir legen also direkt los, ne? Keine einfachen Fragen zum Eingewöhnen oder so? Hey, wir haben viel zu tun und viel zu besprechen. Du weißt doch, wie das ist. War nur Spaß, Mann. Schon okay. Leg los, na, spiel's ab. Gut. Los, los. Nolan? Ein Showdown mit AJ
Der nur für seine Fans interessant. Für mich oder meine Anhänger ist so ein Rennen bedeutungslos. Er hat gerade mal so sein letztes Rennen gewonnen und seine Siegesserie würde ich ihm schon vor der ersten Kurve ruinieren. Yeah! Ja, Mann! Wow. Wie fühlst du dich nach sowas? Nein, es ist schon okay, dass Bruno so reden muss. Das ist eben seine Masche, der ganze Trash-Talk und diese Kopfspielchen, das gehört bei ihm einfach dazu. Aber er gewinnt ja auch. Ich meine, er lässt seinen Worten immer Taten folgen, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall, ja. Er holt sich seine Siege, aber mal ehrlich. Habt ihr euch diese Siege mal angesehen? Habt ihr sie gesehen? Ich meine, ich hab sie gesehen. Er fährt wie auf Schienen, weißt du? Es wird so gut wie nie spannend. Ich meine, wenn ich dazu gucke, frage ich mich, macht ihm das wirklich Spaß? Das würde ich gerne mal wissen. Also, das war jetzt auch schon fast Trash-Talk, zumindest mehr als alles, was wir sonst von dir hören. Nein, das war kein Trash. Das sollte kein Trash-Talk sein. Das war einfach nur meine Meinung. Er und ich haben einen ganz unterschiedlichen Ansatz. Ich mache das alles nur aus Liebe zum Sport. Und ich finde, ich kann das bei ihm einfach nicht erkennen. Ich sehe da keinen. Ich meine, ich sitze immer mit einem breiten Grinsen am Steuer. Weißt du, was ich meine? Und bei Bruno sehe ich das nie. Aber AJ, du musst schon zugeben, also man muss schon zugeben, dass es ziemlich beeindruckend ist, wenn man sieht, wie er frisch von dem Motorradrennen in die Dirt Moto Series kommt und jetzt mit dem Auto alle fertig macht, oder? Das ist schon beeindruckend, aber Rennen sind Rennen, weißt du? Es geht um Nerven, um Können und darum, die Ruhe zu bewahren, wenn es ernst wird. Ich kenne seine Hintergrundgeschichte und ich respektiere ihn dafür. Ich weiß, er hatte es nicht leicht, ging mir auch so, aber... Ein Genie oder sowas ist er echt nicht. Das war hart. Okay, Zeit für die große Frage. Bereit? Wenn es dazu kommt, wenn er dich mit all dem Trash-Talk nur aus der Ruhe bringen will, wie würde euer Duell deiner Meinung nach ausgehen? Ich glaube, ich weiß, was du sagen wirst. Ach ja? Ich glaube schon, ja. Also ehrlich gesagt, glaube ich, es würde spannend werden. Ich meine, er ist gut, aber ich bin da zuversichtlich. Ich wäre dabei und ich wäre bereit, denn ich weiß, dass dieser Clip, das war einfach nur typische Bruno-Prahlerei. Alles nur Tricks und Publicity. Und ich kenne das halt. Ich meine, Alter, ich bin hier schon ein bisschen länger dabei. Das bist du, mein Freund, da wird dir jeder zustimmen. Wenn du eins nicht bist, dann ist es jung und unerfahren. Wir müssen hier erstmal was von unseren Sponsoren bringen, aber dann geht's gleich weiter. Du bist hier noch nicht fertig. Ich werde dir weitere Fragen stellen. Okay. Ja, und da wollte ich eigentlich gerade sagen, die Folge ist ein bisschen kürzer geworden, nachdem ich schon wieder sehr unhöflich unterbrochen wurde. Aber jetzt sind wir auch wieder bei der gewohnten Dirt 5 Folgen Zeit, whatever, angekommen. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin gesehen habt, wie ihr mein letztes Video fandet. Ich habe ja ein bisschen was Neues ausprobiert. Ich habe sehr viel rausgecuttet. Ja, einfach damit das Video ein bisschen kürzer, ein bisschen zackiger wird. Aber schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Aber ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal hier mit Dirt 5. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer ein Däumchen nach oben da. Über einen netten Kommentar würde ich mich selbstverständlich auch freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren. Ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit du immer da draußen als Erster benachrichtigt wirst, falls ein neues Video von mir online kommt. Und das war's leider auch schon mit dieser Dirt 5 Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Servus und bis bald. Ciao, ciao.